haben wir die dritte Vorlesung im Block Politische Ökonomie. Heute sind wir auch wieder begleitet von den Gebärdendolmetschenden Tolga und Christian. Sie sind hier in Präsenz, also für alle, die online sind, ihr müsst hierher kommen. Gott. Nächste Woche ist der dritte Online-Test und die Vorlesung wird aufgezeichnet. Also falls ihr hier im Raum eine Frage stellt, dann wird halt eure Stimme auch mit aufgezeichnet. Wenn ihr das nicht wollt, dann sagt uns das einfach und dann stellen wir die Frage für euch. Heute haben wir Franziska Müller, unsere Junior-Professorin der Politikwissenschaft an der Uni Hamburg hier. Sie setzt sich schon eigentlich ihre ganze Karriere mit dem Thema Klimakrise auseinander. Sie arbeitet seit 2020 als Juniorprofessorin für Globalisierung und Governance der Klimapolitik und sie ist auch Teil des Orga-Teams der Ringvorlesung. Ihr Vortrag Carbonkapitalismus, Green Economy und sozialökologische Transformation wird euch heute einige Schlüsselthemen der Transformation näher bringen. Und dann gebe ich einfach an Franziska weiter. Ja, ganz herzlichen Dank auch von meiner Seite, Jawik, und natürlich herzlich willkommen. Ich würde viel, viel lieber im kühlen Audimax stehen gerade, aber ich bin leider ein bisschen krank und habe deswegen entschieden, nicht nach Hamburg zu fahren, sondern zu Hause in Kassel zu bleiben und den Vortrag per Zoom zu halten. Das tut mir leid. Ich hoffe, dass es im nächsten Semester wieder klappt und ich da dann live vor Ort sein kann. Genau, ich würde gleich mal meine Folien teilen und meinen Vortrag vortragen. Der wird ungefähr 45 Minuten dauern und ich freue mich sehr auf Diskussion mit euch. Wer per Zoom dabei ist, kann natürlich immer über die F&A-Funktion Fragen stellen. Genau, jetzt sind die Folien hoffentlich gut sichtbar und ich würde einsteigen. Genau, Carbonkapitalismus, Green Economy und sozialökologische Transformation. Ja, genau, in den letzten Wochen haben wir uns ja intensiv mit Transformationskonflikten, politischer Ökonomie und Degrowth beschäftigt und heute geht es dagegen jetzt ums Geld, um fossilistische Beharrungsstrategien im Carbonkapitalismus. Und andererseits auch um grüne Finanzinstrumente, Dekarbonisierungspfade und die Um- und Irrwege, die dabei immer mal wieder eingeschlagen werden. Genau, es wird im Einzelnen um, genau, hier ist noch eine Frage im Chat, ich schaue da gerade mal kurz rein, nicht das noch hier etwas, ah ja, okay, nur das F&A-Tool, genau, sehr gut. Genau, es wird um folgende drei Themen gehen. Erstmal, was verstehen wir unter Carbonkapitalismus? Welche Beharrungskräfte gibt es dabei? Welche neuen und alten Geschäftsmodelle und politischen Strategien hauchen ihm neues Leben ein? Dann die Frage, wie wird eine grüne Transformation ökonomisch und finanzpolitisch orchestriert? Und welche Politikarenen sind dafür maßgeblich? Und letztens, welche neuen grünen Finanzinstrumente gibt es eigentlich? Welche Effekte haben sie und wie formen sie das Projekt einer sozial-ökologischen Transformation? Zunächst ein kleiner Ausflug in die Welt der politischen Ökonomie. Was ist eigentlich Carbonkapitalismus und warum ist er eigentlich so zäh? Eines meiner aktuellen Lieblingsbücher zu dem Thema ist von Raj Patel und Jason Moore, History of the World in Seven Cheap Things. Und in diesem Buch erläutern die Autoren, wie die Entfaltung der kapitalistischen Wirtschaftsweise mit ganz bestimmten Naturverhältnissen verbunden ist, mit der Vorstellung, dass Natur eine Ressource ist, die beliebig angeeignet, übernutzt, verkauft, spekuliert oder gar zerstört werden kann. Das hat natürlich eine längere Vorgeschichte. Schon der römische Historiker Plinius hat beklagt, dass bei der sizilianischen Goldförderung die Natur unwiederbringlich zerstört werden würde. Aber so richtig hat das fossilistische Wohlstandsmodell erst im Industriezeitalter an Fahrt aufgenommen, befeuert durch koloniale Expansion und natürlich auch technische Innovationen wie die Erfindung der Dampfmaschine, die Ausweitung des modernen Bergbaus oder die Entwicklung von Infrastrukturen wie Pipelines, Ölraffinerien oder Bohrinseln. Und dadurch konnte sich ein Wirtschaftsregime entfalten, was eben ganz zentral auf der Nutzung fossiler Ressourcen wie Kohle, Öl und Gas beruht. Und tatsächlich wurden eben 4/5 der Treibhausgase, die zwischen 1750 und 1900 in die Atmosphäre gelangten,
von Westeuropa und den USA ausgestoßen. Und im Carbonkapitalismus haben sich eben eine ganze Reihe schwerindustrielle, energieintensive Wirtschaftszweige ausgeweitet, wie die Automobilbranche oder die Stahlindustrie. Und die hängen eben davon ab, dass Energie zuverlässig, günstig und mit einer hohen Energiedichte zur Verfügung gestellt wird. Und entsprechend sind fossile Energieträger eben wichtige strategische Ressourcen. Und entsprechend hat eben auch die Doktrin der Energiesicherheit und Versorgungssicherheit so die globale Energiepolitik bestimmt. Das hat auch dazu geführt, dass es keine globale Weltenergieorganisation gibt, weil die Staaten alle auch in Konkurrenz zueinander stehen. Und es hat auch dazu geführt, dass Öl- und Gaslieferverträge meist über viele Jahrzehnte hinaus vereinbart werden, um da eben eine Energiesicherheit gewährleisten zu können. Das bedeutet aber eben auch, dass das fossile Regime sehr weit in die Zukunft hineinreicht und dass für Fragen der Energieversorgung wenig Entscheidungsspielräume bestehen und es schwer ist, mal eben das Ruder rumzureißen. Genau, und damit sind... Entschuldigung, wir dürfen dich einmal darum bitten, etwas langsamer zu sprechen, damit die Gebärdendolmetscher hier besser interpretieren können. Ja, klar, natürlich gerne. Sorry, achte ich auf jeden Fall drauf, ist mir auch wichtig. Genau, wir waren beim karbonkapitalistischen Wohlstandsmodell. Und wenn man sich so vorstellt, wie das über Jahrzehnte, Jahrhunderte lang so aufgebaut wird, ist klar, dabei entstehen Gesellschaften, die ganz eng am Tropf der Bohrtürme, der Pipelines und der Öltanker hängen, in ihrem Wohlstand und aber auch in ihren Alltagspraktiken und in der sozialen Teilhabe. In Deutschland steht dafür natürlich vor allen Dingen das Ruhrgebiet oder die Lausitzregion. Die Kohlegruben und die Stahlindustrie sind ganz eng miteinander verkoppelt. Die Arbeitskämpfe wurden durch wohlfahrtsstaatliche Zuwendungen befriedet und viele dortige Kommunen, zum Beispiel im Rheinland, profitieren auch ganz direkt vom fossilen Wirtschaftsmodell. So halten Kommunen in Nordrhein-Westfalen etwa 24% der Aktien an der RWE AG. Oder was ich auch hochinteressant finde, ist, dass bis vor etwa 4 Jahren die 100.000 Bergarbeiter in Deutschland einen Teil ihres Lohns direkt in Steinkohle ausgezahlt bekommen haben, das sogenannte Kohledeputat. Und das machte bis zu 7 Tonnen pro Person und Jahr aus. In anderen Ländern haben sich solche fossilen Wirtschaftsmodelle ausgebildet, in der Lausitz in Polen oder im sogenannten Black Country in der Region West Midlands in Birmingham in Großbritannien oder eben auch in Südafrika, wo vom Minerals Energy Complex die Rede ist, um die enge Beziehung zu beschreiben zwischen settlerkolonialer Herrschaft und Rohstoffextraktivismus. Genau, und die Frage ist jetzt, was passiert denn, wenn dieses Modell in die Krise gerät, wenn sich immer klarer zeigt, dass dieses fossilistische Wirtschaftsregime eben keine Zukunft hat, sondern dass es eher Zukünfte, vor allen Dingen natürlich eure, verhindert. All das führt auf der ökonomischen Ebene und auf der Ebene der Finanzmärkte zu einigen größeren Verwerfungen. Und gleichzeitig gibt es aber auch mächtige Beharrungskräfte, die versuchen, sich immer noch an das fossilistische Wirtschaftsmodell zu klammern und dafür zu sorgen, dass es noch möglichst weit in die Zukunft hinein ausgedehnt werden kann. Genau, wir können eine ganze Reihe verschiedener Phänomene identifizieren an Beharrungskräften. Eines davon sind die sogenannten Stranded Assets. Das sind all jene Vermögenswerte, die in irgendeiner Weise mit Öl, Gas und Kohle zusammenhängen und die jetzt eben bedingt durch den Klimawandel und den Kohle- und Gasausstieg dauerhaft von Wertverlusten bis hin zum Totalverlust gekennzeichnet sind. Das kann alles Mögliche sein. Das können Immobilien an der Küste sein, die mehr und mehr häufiger überschwemmt werden können. Das können RWE-Aktien sein. Das können Pensions- oder Rentenfonds sein, die Anteile an fossilen Industrien halten. Also im Prinzip jedes fossilistische Geschäftsmodell. Und wie wir hier so an der Grafik sehen, läuft es ungefähr so, ne? Der Förderumsatz geht zurück, es wird weniger Öl und Gas gefördert, weil mehr und mehr Gesellschaften nicht mehr darauf angewiesen sind. Das bedeutet, die Unternehmen und Investoren verlieren und es bedeutet auch, dass die Staaten, deren Wohlstandsmodelle daran hängen, zum Beispiel Steuereinnahmen verlieren oder auch Erlöse, die im Inland von staatlichen Kohleminen gemacht werden, auch verlieren. Und das heißt, dem Staat gehen sehr viel Einnahmen verloren. Der Staat kann nicht mehr so wie vorher
in Wohlfahrt investieren. Und das kann eben eine erhebliche destabilisierende Auswirkung haben, vor allen Dingen eben in all jenen Staaten, wo die fossile Produktion einen großen Anteil des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Und wie wir hier sehen können, betrifft das eben vor allen Dingen Staaten im Mittleren und Nahen Osten und in Zentralasien und einige afrikanische Staaten, für die das eben ein empfindliches Risiko ist. Es gibt natürlich Möglichkeiten, damit umzugehen. Man kann gegensteuern, man kann versuchen, möglichst schnell die Wirtschaft zu diversifizieren, indem man eben nicht mehr so stark auf Extraktivismus setzt. Man kann eben auch versuchen, dass die Einnahmen, die die Staaten aus der fossilen Industrie machen, dass sie dann eben umgelenkt werden in grünes Investment. Aber all das muss natürlich schnell genug gemacht werden und gesteuert werden. Und derzeit wird in solchen Ländern eher versucht, nochmal so viel aus dem fossilen Geschäftsmodell rauszuholen, wie geht, um erst später in eine Transformation einzusteigen. Und entsprechend sind das eben sind solche Staaten, die durch Stranded Assets bedroht sind, eben auch welche, die bei der Klimapolitik, auch in der globalen Klimapolitik oft zu den Bremsern gehören. Und das ist sichtbar in den sogenannten Carbon Lock-ins. Das sind unterschiedliche Versuche, mit denen versucht wird, unterschiedliche Versuche, die darauf abzielen, das fossile Regime noch länger aufrechtzuerhalten. Eine solche Strategie ist der Energy Charter Treaty. Das ist ein Vertrag, der bis vor kurzem noch relativ unbekannt war. Der wurde in den 90er Jahren verabschiedet und der stand in Europa erstmal dafür, so einen Übergang von einer Sicherheitsdoktrin, also Energiepolitik, die vor allen Dingen durch Energiesicherheit und Geopolitik geprägt ist, hin zu einer Energiepolitik, die durch Wettbewerb und den Energiemarkt geprägt ist, zu gehen. Das galt damals als ein großer Fortschritt nach dem Ende des Warschauer Paktes und nach dem Ende von Energiekonflikten. Und dieser Vertrag ermöglicht unter anderem sogenannte Investor-to-State-Disputes. Das bedeutet, Unternehmen haben die Möglichkeit, vor ein internationales Schiedsgericht zu gehen und Staaten zu verklagen. Zum Beispiel, wenn sie Meinung sind, so dieses Gasausstiegsprogramm oder dieses Kohleausstiegsprogramm gefährdet meine zukünftigen Gewinne. Das ist eine Diskriminierung gegen meine Unternehmenspolitik und deswegen geht sie vor Gericht. Also ein Beispiel dafür ist etwa, dass der Konzern Vattenfall die Bundesregierung verklagt, weil der Atomausstieg nach der Fukushima-Katastrophe ja sehr stark forciert worden ist. Und da sagt dann Vattenfall, mir entgehen da große Gewinne in Höhe mehrerer Milliarden Euro. Und das ist eben eine Klage, die vor dem Energy Charter Treaty geführt werden kann. Und solche Klagen, von solchen Klagen gibt es eben sehr viele, die meisten bisher in Europa, einige davon auch schon in Ländern des globalen Südens. Der Energy Charter Treaty expandiert gerade sehr in den globalen Süden, nach Afrika und auch in den Nahen Osten. Und er ist eben durch dieses Konstrukt der Investor-to-State-Disputes zu einer leider sehr wirksamen Waffe gegen effiziente und wirklich wirksame Klimapolitik geworden. Es gibt eine ganze Reihe Staatschefs, unter anderem aus Dänemark, die gesagt haben, wir würden eigentlich gerne eine viel wirksamere Klimapolitik machen, die schneller, die radikaler ist und die schneller zu entsprechenden Ergebnissen kommt. Aber wir haben Sorge, vor Gericht gezerrt zu werden und deswegen sind wir lieber so ein bisschen mäßigend. Das hat im letzten Jahr zu größeren Skandalen rund um den Energy Charter Treaty geführt und auch zu einer Austrittswelle. Sehr, sehr viele europäische Staaten sind inzwischen ausgestiegen. Das ist zurückzuführen auf die Erfolge einer größeren NGO- und Wissenschaftskoalition. Und das hat inzwischen tatsächlich dazu geführt, dass die Europäische Union inzwischen sagt, wir können mit diesem Vertrag nicht mehr so weiterarbeiten. Er muss auf jeden Fall extrem geändert werden oder er müsste vielleicht sogar ganz abgeschafft werden. Das ist ein großer Fortschritt. Gleichzeitig aber dehnt sich dieser Vertrag eben noch nach Afrika und in den Nahen Osten aus. Und nur für Deutschland wäre so eine Klage wie die von Vattenfall relativ leicht zu stemmen. 3-4 Milliarden machen dem Staat relativ wenig aus. Aber für Länder wie Senegal oder Ghana könnte das direkt dazu führen, dass die Staaten vielleicht zahlungsunfähig werden. Genau, das ist so ein Carbon Lock-in. Ein anderer interessanter Carbon Lock-in, über den bisher wenig geforscht wurde, ist das Geschäftsmodell des türkischen Mischkonzerns Karadeniz, das Projekt Car Powership. Car Powerships sind sogenannte
Powerships, das sind Schiffe dieses Konzerns, auf denen sich Gas- oder Ölkraftwerke befinden. Und diese Schiffe können jeweils überall dorthin schwimmen, wo gerade Energiekrise ist, und können dann eben diesen Ländern, die unter Energiearmut leiden, anbieten, ja, wir sorgen für eure Energieversorgung, wir sorgen dafür, dass bei euch wieder Öl sprudelt und Gas fließen kann. Und CarPowership war mit seinem Marktführer, war mit seiner Flotte schon in vielen afrikanischen Ländern vor Anker, in Gambia, in Sambia, in Senegal, im Sudan, und ist gerade auch dabei, ein Abkommen mit Südafrika abzuschließen, wo vor drei südafrikanischen Häfen auch die Schiffe liegen sollen. Da gibt es große Proteste von der Fischereiindustrie und auch von Umweltverbänden, weil die eben sagen, das kann die Buchten verschmutzen. Und natürlich auch, in dem Fall würde der Vertrag 20 Jahre lang gehen. Es würde natürlich die fossile Abhängigkeit extrem verlängern. Und es ist auch extrem teuer, wenn man über so einen langen Zeitraum das Gas oder Öl von diesen Powerships bezieht. Da könnte man sich eher eigene Kraftwerke bauen in dem Zeitraum. Und CarPowership ist gerade auch aktiv in der Ukraine und hat eine Zusammenarbeit mit dem staatlichen Energiekonzern schon unterzeichnet, um eben angesichts des Ukraine-Russland-Krieges da eine neue fossile Energieversorgung aufzubauen. Das alles ist der Versuch, nochmal am fossilistischen Geschäftsmodell weiter zu verdienen und eben in so einer Monopolstellung solche Abhängigkeiten nochmal gezielt auszunutzen. Genau, es gibt noch eine Reihe weitere fossile Beharrungskämpfe, die sich zurzeit abzeichnen. Einer ist der Post-Covid Green or Brown Recovery. Einerseits konnte man während der Corona-Pandemie so sehen, dass sehr stark so eine Krise als Chance-Rhetorik gefahren wird, dass also zum Beispiel, dass eben gesagt wird, jetzt in dieser Krisensituation versuchen wir mit staatlichen Subventionen möglichst schnell umzusteigen auf erneuerbare Energien oder in dem Bereich neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und andererseits kam es ja unter Corona auch zum Abreißen von Lieferketten, weil eben Länder wie China eine scharfe Quarantäne verhängt hatten und deswegen der Zugang vor allen Dingen zu Fertigungsteilen der Solarindustrie nicht mehr so leicht möglich war. Und in dem Zuge haben eben viele Länder sich dann eben eher auf ihre vermeintlich günstigen fossilen Ressourcen besonnen. Das war ein Krisenmodell, was man vor allen Dingen in afrikanischen Ländern gesehen hat. Eine andere fossile Beharrungskraft ist so die neue fossile Geopolitik in der Zeitenwende. Die BRD war ja sehr, sehr stark von russischem Gas abhängig und hat sich da in eine Abhängigkeit hineinmanövriert, die in Europa, glaube ich, ziemlich unübertroffen war, und musste dann natürlich sehr schnell aus diesen Verträgen aussteigen und neue Ressourcen erschließen. Deswegen wurden neue Gasabkommen mit Senegal und den Emiraten abgeschlossen. Natürlich, also das meiste Gas, was Deutschland zurzeit bezieht, kommt eher aus Norwegen und aus den Niederlanden unter anderem. Für Deutschland ist die Abhängigkeit zu Senegal und den Emiraten nicht so groß, aber für den Senegal bedeutet das erstmal so einen Markteinstieg in das fossile Geschäftsmodell. Und das wiederum heißt, dass Senegal sicherlich die nächsten 20, 30 Jahre ein Interesse an fossiler Energieförderung haben wird, damit sich entsprechende Investitionen in Pipelines oder in Hafenterminals überhaupt lohnen. Und das ist auch eng verbunden mit dem dritten Beispiel, den sogenannten Carbon Bombs, was man so als das letzte Aufbäumen des fossilistischen Produktionsregimes bezeichnen könnte. Carbon Bombs sind lauter Erschließungsprojekte weltweit, vor allen Dingen im Nahen Osten, in Russland und in den Vereinigten Staaten, mit denen eben nochmal große Öl- und Gasvorkommen erschlossen werden sollen. Und es gibt ein spannendes Projekt an der University of Leeds, das heißt Leave It in the Ground, wo eben dokumentiert wird, wo überall diese Carbon Bombs sind und eben auch, was deren Emissionspotenzial sein wird. Und tatsächlich würde man all diese Carbon Bombs realisieren, hätte das verheerende Auswirkungen. Insgesamt würden diese Projekte 646 Gigatonnen CO2-äquivalent ausstoßen und das würde bedeuten, dass das weltweite CO2-Budget damit aufgefressen werden würde und verbraucht wäre, mit verheerenden Folgen natürlich. Entsprechend ist klar, man muss diese Carbon Bombs stoppen, man muss verhindern, dass es so weit kommt und dafür sorgen, dass diese Projekte nicht mehr realisiert werden und die Vorkommen im Boden bleiben. Genau, soweit erstmal zum Carbon-Kapitalismus. Es ist uns, glaube ich, auch klar geworden, dass der Carbon-Kapitalismus tief in der Krise ist. Mit dem Modell ist kein Staat mehr zu machen. Es ist klar,
Es ist klar, es muss in eine andere Richtung gehen. Es braucht eine schnelle grüne Transformation. Und wir befinden uns ja auch inmitten der Transformation zur Green Economy. Und anknüpft an das, was Frank Adloff vor 2 Wochen gesagt hat, sind wir, würde ich sagen, an so einer Verknüpfung von verschiedenen Transformationspfaden. Wir sind irgendwo auf dem grünkapitalistischen Pfad und nehmen ab und zu Teile eines eher auf Sicherheit und Kontrolle abhebenden Pfades dazu und auch manchmal Teile eines eher nachhaltigen Transformationspfades. Also es ist so eine Mischsituation, in der wir uns befinden, aber die Bedeutung von Finanzmärkten ist dabei schon relativ groß geworden und wir finden immer wieder so Richtungsentscheidungen zwischen Markt und Staat. Und dabei kommt eben so ein Trend ins Spiel, den ÖkonomInnen wie Philipp Mader oder Daniel Mertens als Finanzialisierung bezeichnen. Damit ist gemeint, dass Finanzmarktlogiken über politische Aushandlungsprozesse dominieren und dass vor allen Dingen eben die Logik der Finanzmärkte darüber bestimmen, wie denn grünes Investment laufen soll und wie so ein grüner Transformationsprozess eigentlich gesteuert und erzielt werden soll. Und dass also politische Fragen nicht mehr so eine große Rolle spielen und dass so Fragen des Marktes eine große Rolle spielen. Und das sind dann solche Maßstäbe wie Bankability, eine Bank muss bereit sein, so ein Projekt zu finanzieren. Scalability, ein Projekt muss an möglichst vielen Orten gleichzeitig verwertbar sein und es müssen Investitionsrisiken eliminiert werden. Das ist natürlich alles nachvollziehbar. Ein Unternehmen, was ein Solar- oder Windkraftwerk baut oder was grünen Wasserstoff fördern möchte, muss natürlich von der Bank einen Kredit kriegen. Das möchte vielleicht an verschiedene Länder gehen. Deswegen muss das Projekt auch skalierbar sein, an vielen Orten umsetzbar sein. Alles aus einer unternehmerischen Sicht komplett nachvollziehbar. Das Problem ist, wenn diese Maßstäbe dominieren und wenn es auf Kosten von Umwelt-, Sozial- oder entwicklungspolitischen Normen geht, wenn also zum Beispiel so ein sehr wichtiges Ziel wie die Bekämpfung von Energiearmut, die 800 Millionen weltweit betrifft, wenn das dann nicht mehr so eine große Rolle spielt oder wenn bei der Frage, wo soll das Solarkraftwerk stehen, der Zugang zur Energie nicht so eine große Rolle spielt, sondern erstmal die Frage ist, wo lässt sich das am besten finanzieren, dann hat man eben einen enormen Konflikt und das ist natürlich ein Problem, weil Energie und Zugang zu Energie natürlich etwas ist, worauf es auch ein Menschenrecht gibt. Genau, und deswegen halte ich es eben für wichtig, auch so einen Blick darauf zu werfen, auf so diese Finanzmarktlogiken und auf die grünen Finanzinstrumente, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben. Und für diese verschiedenen Finanzmarktinstrumente sind verschiedene politische Arenen zuständig, in denen solche Instrumente entwickelt worden sind. Das ist zunächst das Paris Agreement, was uns allen ja ganz gut bekannt ist. Das Paris Agreement legt eine ganze Reihe von Punkten fest und unter anderem etabliert es die Idee des Emissionshandels, beziehungsweise führt sie vom Kyoto-Protokoll ausgehend weiter fort. Es sagt, dass Klimaschutzmaßnahmen dort durchgeführt werden sollen, wo sie am günstigsten zu finanzieren sind und dass eben CO2 ein handelbares Gut wird und dass eben dass es Verschmutzungszertifikate geben soll, also eine Art Steuer auf CO2 und dass diese Verschmutzungszertifikate verknappt werden sollen, damit es einen intensiven Marktmechanismus geben kann. Genau, außerdem sagt das Paris Climate Agreement, dass zwischen 2020 und 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar bereitgestellt werden sollen für die Beseitigung der durch den Klimawandel verursachten Schäden und dass diese in den Green Climate Fund fließen sollen. Eine weitere wichtige politische Arena sind die Sustainable Development Goals. Das sind 17 Ziele, die eine globale Transformation in Richtung Nachhaltigkeit vorantreiben sollen. Die kommen zwar so aus der Entwicklungszusammenarbeit heraus, aber sie gelten weltweit. Das heißt, sie müssen von Deutschland genauso verwirklicht werden wie von Ländern im globalen Süden. Und sie sollen zum Beispiel den Zugang zur Energie sichern, sie sollen Klimaschutz sichern, sie sollen Kinderarmut oder Kindersterblichkeit senken. Und das 17. Ziel ist eines, was so sehr stark auch das globale Lernen, auch das Lernen des globalen Nordens vom globalen Süden einschließt und was quasi so ein Metaziel ist, vielleicht das Wichtigste überhaupt, weil das natürlich ein wichtiger Aspekt ist für so eine große Transformation, in der wir uns befinden. Die Sustainable Development Goals sind recht ambitioniert und bis 2030 werden etwa 7 Billionen US-Dollar erforderlich sein, um sie verwirklichen zu können. Und
Das siebte Sustainable Development Goal, das, mit dem ich mich am meisten beschäftige, weil es dabei um sicheren, sauberen und verlässlichen Zugang zu erneuerbarer Energie geht. Das ist eines der teuersten, weil eben so viel Geld in Energieinfrastruktur investiert werden müsste. Deswegen ist auch klar, das lässt sich nicht verwirklichen, nur von den öffentlichen Gebern. Man muss in irgendeiner Weise auch die private Geber, also zum Beispiel Unternehmen, Banken, Investmentfonds, Unternehmer an Bord kriegen und braucht dafür neue Finanzinstrumente, die quasi das Channeln des grünen Kapitals in eben die richtigen Töpfe dann ermöglicht. Und das ist etwas, was die Weltbank sich auf die Fahne geschrieben hat, mit einem Projekt oder mit einem Policy Brief namens Maximizing Finance for Development, was 2020 veröffentlicht wurde, haben sie skizziert, wie das laufen kann. Und die Idee ist, dass eben die öffentlichen Geber neue Finanzinstrumente entwickeln, durch die sie dann die privaten Geber motivieren können, da hinein zu investieren. Das können grüne Fonds sein, das können Risikokapitalfonds sein, das können Pensionsfonds sein, wo also über Rentenversicherung investiert wird. Also ganz verschiedene Finanzprodukte, durch die es eben möglich sein soll, dass private Märkte mobilisiert werden. Das ist so die Idee dahinter. Daniela Gabor hat sehr viel darüber geschrieben. Sie spricht vom Wall Street Consensus of Development Finance. Wen das interessiert, der kann gerne in den Arbeiten von Daniela Gabor nochmal mehr darüber finden. Genau, wir sehen also globale Klimapolitik und Energiepolitik bringen eine Fülle grüner Finanzinstrumente hervor. Und ich werde jetzt im Folgenden einige davon vorstellen, jeweils so ein bisschen auf die Funktionsweise und die Problematiken, die damit einhergehen, dann zu sprechen kommen. Genau, das sieht erstmal total chaotisch aus. Ich erkläre gleich, worum es geht. Wir wollen hier verstehen, wie funktioniert eigentlich ein grüner Fonds und wie ist die globale Klimafinanzarchitektur aufgebaut. Wir sehen hier ganz, ganz oben die Contributors. Das sind die unterschiedlichen Staaten, meistens welche aus dem globalen Norden. Und die haben verschiedene Finanzfazilitäten, die sich jeweils darum kümmern, die Gelder, die in den Klimaschutz fließen, dann eben zu verwalten und weiterzuleiten. In Deutschland ist das das Entwicklungshilfeministerium, das BMZ, die Entwicklungsagentur, die GIZ und die Kreditanstalt für Wiederaufbau als eine Entwicklungsbank. Und bei den meisten anderen Ländern im globalen Norden ist das in ähnlicher Weise aufgeteilt. Meistens ein Ministerium, eine ausführende Agentur und eine Bank. Und die sammeln quasi das Geld ein und lassen es entweder an die Finanzmechanismen von der UN-Klimaschutzorganisation fließen, wie zum Beispiel in den Green Climate Fund. Ihr seht hier das GCF ziemlich in der Mitte der Grafik, oder an verschiedenste Finanzmechanismen außerhalb der UN. Da gibt es Fonds von der African Development Bank, der Afrikanischen Entwicklungsbank, oder es gibt einen Fonds von der Europäischen Investitionsbank oder es gibt weitere Fonds von der Weltbank. Und dann gibt es noch verschiedene regionale Finanztöpfe, die Africa Risk Capacity. Und aus all diesen Töpfen werden dann wiederum verschiedenste grüne Fonds in einzelnen Ländern finanziert. Und der Geldfluss läuft dann in die jeweiligen Staaten, wo dann manchmal solche Fonds auch unter staatlicher Verwaltung sind. Das ist so der Einblick insgesamt. Und auf dieser Grafik wiederum kann man sehen, wie das bei der Bundespolitik selbst aussieht. Dadurch wird das vielleicht jetzt gerade ein bisschen klarer, weil hier auch nicht ganz so viele Abkürzungen drauf sind. Auch hier ist es so, ne, wir haben die Bundesregierung, die Haushaltsmittel vor allen Dingen über den Entwicklungsetat, aber auch über andere Etats, wie zum Beispiel vom Umweltministerium oder vom Wirtschaftsministerium, fließen lässt. Die Gelder fließen dann in die technische Zusammenarbeit oder in internationale Klimaschutzinitiativen oder in multilaterale Fonds oder direkt an die multilateralen Banken wie die Weltbank. Und die wiederum leisten dann zum Beispiel Kredite an Länder im globalen Süden oder sie stellen Finanzmittel direkt zur Verfügung. Da gibt es dann wiederum verschiedene Möglichkeiten. Wichtig ist hier jetzt vor allen Dingen festzuhalten, es sind grüne Finanzflüsse, die über verschiedene Stationen zumeist in den globalen Süden fließen. Oft werden die Gelder nicht einfach so ausgezahlt, sondern hängen von bestimmten Bedingungen ab.
Die Länder im Süden müssen jeweils auch zeigen, wie sie mit dem Geld umgehen. Und es kann manchmal ziemlich langwierig sein, bis das Geld über all diese verschiedenen Stationen dann freigegeben wird. Wir sehen das jetzt ein bisschen detaillierter am Beispiel des Green Climate Fund. Das ist inzwischen der größte grüne Fonds weltweit, umfasst zurzeit 220 Projekte und ein Volumen von 45 Milliarden US-Dollar. Aber wie wir gerade eben gehört haben, sollen die Staaten ja 100 Milliarden US-Dollar zur Verfügung stellen pro Jahr zwischen 2020 und 2025. Und entsprechend sehen wir, der Fonds ist unglaublich unterfinanziert. Es fehlt noch sehr, sehr viel Geld. Und das bedeutet einfach, dass viele ganz zwingend notwendige Projekte des Klimaschutzes nicht verwirklicht werden können, weil die Staaten nicht hinreichend eingezahlt haben bisher. Genau, und dieser Sankey-Chart zeigt uns ein bisschen, wie das Geld aufgeteilt ist. Wen das interessiert, der kann das unter Aid Atlas ganz gut nachvollziehen und auch solche Charts erstellen, um zu gucken, wie laufen eigentlich diese Finanzströme ab. Wir sehen, es fließt sehr viel in den globalen Süden, viel an einzelne afrikanische Regionen. Indien erhält sehr viel, dann gibt es ein paar Länder wie die Mongolei oder Ägypten, die auch sehr große Empfänger sind für Projekte. Mit Ägypten wird auch durch die EU sehr viel zusammengearbeitet, auch zu Wasserstoffthematiken. Und genau, dann unter Others verbergen sich sehr viele einzelne afrikanische oder lateinamerikanische Staaten, die hier nicht weiter aufgeschlüsselt sind. Die Gelder sollen etwa zur Hälfte der Klimaadaptation dienen und zur anderen Hälfte der Klimamitigation, also einerseits dem Schutz vor den Folgen des Klimawandels und andererseits der Anpassung an den Klimawandel selbst. Und das Geld fließt natürlich sehr stark auch in erneuerbare Energien. Es fließt in Bewässerungsmaßnahmen, es fließt, ne, weil der Klimakrise eigentlich allumfassend ist, auch in ganz generelle Umweltschutzmaßnahmen und es fließt auch in Politikberatung, das ist das, was man hier unter Government and Civil Society sieht, weil Staaten ja auch darin unterstützt werden sollen, Klimakrisen einigermaßen gut regieren zu können und das Leid mindern zu können. Genau, es gibt ein paar Kritikpunkte am Green Climate Fund, dass der Zugang für Antragsteller aus dem globalen Süden oft schwierig ist. Diese Anträge sind nicht einfach zu stellen. Die Staaten müssen erstmal nachweisen, dass sie eine sogenannte Readiness aufweisen. Das heißt, sie müssen zeigen, dass sie in der Lage sind, solche Klimaschutzprojekte von mehreren Millionen Euro oder noch deutlich mehr zu stemmen, dass ihre politische Kulisse das ermöglicht, also dass die Staaten stabil genug sind, dass sie nicht korrupt sind und das gut umgesetzt werden kann. Und ich forsche in meiner eigenen Arbeit gerade über diese Projektanträge, weil mich interessiert, wie diese Projektantragsformate, die Art und Weise, wie dann Klimaschutzprojekte laufen, eigentlich so vorherbestimmt. Also was für Projekte da dann zum Schluss rauskommen, wenn sie das Antragsverfahren des Green Climate Fund durchlaufen haben. Und das sind halt so 60- bis 80-seitige Dokumente, wo man sehr, sehr viel darstellen muss, sehr viel Kausalitäten erläutern muss. Man muss eben beispielsweise zeigen, wie die Wirkungskette ist, also ob die Maßnahme, die ich jetzt vorhabe, die und die Wirkung dann zeitigt, wie sie zu den generellen Klimaschutzzielen des Landes und der Vereinten Nationen beiträgt, an was für Indikatoren man das knüpfen kann, ob die Maßnahme in gleicher Weise alle Geschlechter fördert, ob sie Stadt und Land gleichermaßen fördert. Also es gibt sehr viel, was man nachweisen muss bezüglich der Wirkung, bezüglich der Wirksamkeit solcher Klimaschutzmaßnahmen. Und das macht es für Antragsteller aus dem globalen Süden oft schwierig, die Anträge so zu schreiben, dass sie eine Chance haben, durchzukommen, weil da natürlich auch weniger Beratungsmöglichkeiten bestehen. Das ist immer wieder kritisiert worden und da wird auch gerade versucht, das ein bisschen zu verbessern. Hier ist ein Kritikpunkt, der dazu geäußert wurde. Ich lese kurz vor. The problem is not so much a lack of projects, but the bureaucratic loopholes to which hard-pressed governments must jump. There are three aspects to GCF readiness. These are the ability to ground the project in stable policy frameworks, to access the money through project proposals and then to deliver it effectively and transparently. There is a risk that the countries which are most in need will be left out precisely because they have the least capacity to prepare for the fund. Ne, dass also zu einer Verzerrung kommt. Die Länder, wo es am nötigsten wäre, dass dort Projekte stattfinden, die haben die größten Schwierigkeiten, an Gelder aus dem Fonds ranzukommen. Und das ist natürlich ein großes Ungleichgewicht, was da auch sich vollzieht. Genau, so viel zum Green Climate Fund. Ein anderer Fonds,
auf den ich eingehen möchte, weil über den zurzeit viel gesprochen wird, ist der Loss and Damage Fund. Loss and Damage bezeichnet Verlust und Schäden durch Klimawandelfolgen. Und mit Verlusten ist alles gemeint, was unwiderruflich verloren gegangen ist. Also zum Beispiel der Verlust menschlichen Lebens, das Aussterben von Arten, Kulturgutverluste oder wie wir es... Franziska? Ja? Sorry, dich nochmal zu unterbrechen. Könntest du ein bisschen langsamer sprechen für unsere GebärdendolmetscherInnen? Ja, klar, gerne. Sorry. Ah, danke. Sorry, dich unterbrechen zu haben. Ja. Genau, und Loss and Damage, genau, wir waren beim Loss. Mit Loss sind alle unwiederbringlichen Verluste gemeint. Und mit Schäden ist all das gemeint, was sich in irgendeiner Weise nochmal ausgleichen lässt, in irgendeiner Weise reparieren lässt. Und es wurde schon seit sehr, sehr langer Zeit, nämlich seit 1991, also seit den ersten großen UN-Klimakonferenzen gefordert, dass über Loss and Damage mehr gesprochen werden muss. Und es hat aber ganz lange gedauert, bis das Thema tatsächlich auf der Agenda gelandet ist. Erst so bei der COP 26, 27 wurde das endlich diskutiert. Denn es gab immer große Sorge, ob man sich zu dem Thema wirklich treffen möchte, denn das birgt eben großes, großes Konfliktpotenzial. Wenn man über Loss and Damage spricht, dann spricht man über Klimaverantwortung, über die Schuld des globalen Nordens und über die Frage, wer denn die historische Verantwortung trägt und wie der globale Norden dieser Verantwortung noch in irgendeiner Weise materiell und symbolisch gerecht werden kann. Also die ganz großen Fragen der Klimagerechtigkeit und der Klimakolonialität kommen bei den Debatten um Loss und Damage auf den Verhandlungstisch. Entsprechend wurde lange Zeit versucht, das Thema lieber vom Tisch wegzuhalten. Und jetzt wurde bei der COP 27 erstmal mehr darüber gesprochen und es wurde das gemacht, was man eben immer macht. Man gründet einen Fonds und in dem Fall soll es ein Fonds sein, der an besonders gefährdete Entwicklungsländer appelliert. Die sollen daraus dann eben Geld kriegen können, wenn sie durch den Klimawandel besonders gefährdet sind. Es gibt dann noch das Santiago Network for Loss and Damage. Das soll die eher technische Hilfe bei Katastrophen anbieten. Und es gibt den vor allen Dingen von der Bundesregierung forcierten Global Shield, der Ernteversicherungen gegen Klimaschäden vorsieht, dass also Landwirte sagen können, mir hat eine Flutwelle die Ernte vernichtet oder mir sind durch Dürre meine Maispflanzen verdorrt und dann soll eben die Versicherungsprämie ausgezahlt werden können. Allerdings müsste man dabei natürlich ganz klar nachweisen, dass diese Dürre oder diese Flutwelle wirklich eine Folge des Klimawandels ist und nicht etwa einfach so aufgetreten ist. Und das wird wahrscheinlich noch ganz schön schwer werden. Genau, und jetzt gerade bei der Pre-COP in Bonn, die richtige Klimakonferenz im November vorbereitet, ist darüber auch intensiv gesprochen worden. So viel ist bisher noch nicht klar. Man spricht immer noch viel darüber, über die Struktur, die Auszahlungsmechanismen und auch die Reichweite des Fonds. Klar ist bisher, er soll additional sein. Das heißt, es ist ein weiterer Fonds und nicht einer, der im Prinzip das weiterführt, was der Green Climate Fund sowieso macht. Er hat eine eigene Agenda und er macht nicht einfach Klimaschutzprojekte, sondern er soll sich ganz gezielt nur mit Loss and Damage befassen. Die bestehenden Mittel sollen nicht dupliziert werden. Das bedeutet, man kann nicht Mittel, die man für den Green Climate Fund schon eingezahlt hat, auch für Loss and Damage doppelt verbuchen. Das ist nicht möglich. Er soll nicht konditional sein, das heißt, die Auszahlung des Geldes verläuft, ist nicht noch an weitere Prinzipien gebunden, sondern basiert einfach nur darauf, dass ein Land eben extremen Klimaschaden erlitten hat. Und ganz wichtig, es gilt das Polluter-Pays-Principle, das heißt, diejenigen Staaten, die zum Klimawandel besonders beigetragen haben, sind diejenigen, die zahlen müssen. Offen ist noch, ob der Fonds unter dem Dach der Vereinten Nationen stattfinden soll oder ob er außerhalb stattfinden soll. Außerhalb wäre vielleicht für private Geber etwas attraktiver. Und es würde aber natürlich auch die demokratischen Debattenmöglichkeiten verändern, weil wir ja innerhalb der Vereinten Nationen bestimmte Prinzipien haben, wie debattiert wird, wer Zugang hat, wie demokratisch das alles läuft, wie transparent das alles ist. Ne, also beispielsweise die ganzen Vertragsdokumente, all die Anträge von den
einzelnen Klimaschutzprojekten des Green Climate Fund. Die stehen komplett im Internet. Die kann ich direkt als Datenmaterial in meiner Forschung verwenden. Bei den meisten anderen privaten Fonds ist das nicht der Fall. Da muss ich mühsam suchen und kriege sie dann meistens doch nicht. Und dann eine knifflige Frage ist auch, welche Rolle haben sogenannte Emerging Powers wie Indien oder China als potenzielle Geber und Empfänger? Denn Indien und China tragen durch CO2-Ausstoß inzwischen ja auch intensiv zum Klimawandel bei und sind aber eben auch Länder, wo sich massive Klimawandelfolgen ja auch schon abzeichnen, zurzeit durch verheerende Hitzewellen. Und dann noch eine große Frage ist natürlich diejenige, wie sollen eigentlich nicht ökonomische Verluste ausgeglichen werden? Gibt es einen Preis auf eine für immer ausgestorbene Tierart? Gibt es ein Preisschild für Kulturgutverluste? Gibt es ein Preisschild dafür, dass Vanuatu vielleicht untergehen wird? Das wirft große ethische und philosophische Fragen auf, die sich wahrscheinlich in so einer ökonomischen Form nicht lösen lassen, sondern für die man nochmal ganz andere Formen des Sprechens über Schuld und Krise und Verantwortung und Verlust und Trauer finden muss. Und das bedeutet eben auch mal wieder, man kann mit Fonds nicht all das große Leid abbilden, um das es bei der Klimakrise geht. Wer sich dafür interessiert, findet vor allen Dingen unter dem Twitter-Account hier noch sehr viel mehr Möglichkeiten weiterzulesen, weil dieser Account sehr intensiv dokumentiert, was der Loss and Damage Fund macht. Genau, ein weiteres Instrument sind Energieauktionen. Die erfreuen sich zurzeit großer Beliebtheit. Energieauktionen sind Instrumente, die das Ziel haben, Unternehmen ins Land zu locken, um den Wettbewerb, um die Ansiedlung erneuerbarer Energien zu forcieren. Und ne, früher hat man eher Energie ins Stromnetz eingeschweißt. Das gibt es ja hier auch noch. Inzwischen setzt man eher auf die Marktkräfte, um den Wettbewerb, um die besten Energieprojekte zu initiieren und dafür zu sorgen, dass möglichst viele Unternehmen ins Land kommen, um erneuerbare Energieprojekte zu verwirklichen. Vor allen Dingen Länder aus dem globalen Süden haben sich da sehr stark engagiert, wie man hier bei der Grafik von 2016 sehen kann. Ich habe leider keine neueren Daten, würde aber davon ausgehen, dass die Zahl der Länder mit Auktionsinstrumenten sich noch sehr vergrößert hat. Und die Idee dahinter ist eigentlich immer, es wird ein Ausschreibungsverfahren eröffnet und dann können eben Unternehmen einen Projektantrag stellen für ein Solar- oder Windkraftwerk, sich darauf bewerben und meistens kriegt dann der günstigste Anbieter den Zuschlag. Das ist natürlich dann auch das Problem. Dadurch werden vor allem große Unternehmen gefördert. Kleinere können oft nicht so günstig produzieren, haben vielleicht nicht denselben Zugang zu den Lieferketten und das fördert, kann auch eine Monopolbildung fördern, was oft bedeutet, dass jetzt Unternehmen aus dem globalen Süden nicht so eine gute Chance haben. Ein Gegenbeispiel ist das südafrikanische Energieauktionsinstrument, zu dem ich geforscht habe. Da spielt der Staat eine starke Rolle und er schreibt in die Ausschreibungen halt jeweils rein, es muss, wer sich darauf bewerben möchte, muss zeigen, wie er die Einstellung von schwarzem Personal auf allen Ebenen des Managements fördern kann. Er muss auch darstellen, wie das Projekt zur sozioökonomischen Entwicklung beiträgt. Zum Beispiel dadurch, dass Studienplätze im Energieingenieurwesen mitfinanziert werden oder dass Ausbildungen finanziert werden oder dass ein Technologietransfer hin nach Südafrika stattfindet. Und das Instrument war entsprechend auch sehr, sehr erfolgreich in den letzten Jahren und hat schon zwei Atomkraftwerke überflüssig machen können in Südafrika. Und das wäre ist eine Politikinnovation, von der viele andere Staaten durchaus auch lernen könnten. Genau, zu Mikroversicherungen habe ich das meiste schon gesagt. Da würde ich jetzt gerade in der Kürze der Zeit nicht mehr so intensiv drauf eingehen. Die Idee ist immer, dass vor klimawandelbedingten Risiken geschützt werden soll und dass Bäuerinnen und Bauern versichert werden und auf die Weise eben eine Auszahlung bekommen können, wenn durch Klimarisiken Dürren entstehen oder wenn es zu Flutwellen kommt. Ein Problem dabei ist, dass bestimmte Risiken nicht versicherbar sind, also bestimmte Extremwetterereignisse, weil sonst die Versicherung irgendwann pleite gehen würde und dass man dann zum Beispiel sagt, Hurricanes werden nur im Rahmen von einem Auftreten alle 15 Jahre versichert. Und es können natürlich auch nur die Bauern und Bäuerinnen versichert werden, die nicht in den ganz, ganz extrem gefährdeten Regionen
leben. Das heißt, diejenigen, die am allerstärksten gefährdet sind, die können von so einer Mikroversicherung nicht profitieren. Diejenigen, die noch einschätzbaren Risiken unterliegen, für die kann das ein sinnvolles Instrument sein. Aber es können beileibe nicht alle Personen davon gleichermaßen profitieren. Genau, ein Instrument, was gerade viel diskutiert wird, ist die sogenannte Just Energy. Mach mal hier das Fenster zu, da sind gerade viele Kinder außen unterwegs. So, genau, ein weiteres Instrument sind die Just Energy Transition Partnerships. Das ist auch eine Politik, das ist auch eine Politikinnovation. Dabei geht es darum, wie man Länder unterstützen kann, für die der Übergang zu erneuerbaren Energien nicht so leicht hinzukriegen ist und die dabei eben besonders großen Transformationsrisiken wie den Stranded Assets, von denen ich vorhin gesprochen habe, unterliegen. Und da ist bei den letzten Klimakonferenzen eben diese Partnerschaft verabschiedet worden, wo Länder des globalen Nordens zunächst Südafrika dabei unterstützen, möglichst schnell vom Kohlepfad wegzukommen, grüne Jobs zu schaffen, noch stärker in erneuerbare Energien zu investieren und auch eine Wasserstoffökonomie aufzubauen, durch die Südafrika die Chance hat, auch seine eigene Schwerindustrie zu dekarbonisieren. Und da gibt es inzwischen schon eine ganze Reihe weitere Länder, die auch unter dieses Dach der Just Energy Transition Partnership schlüpfen werden. Dazu gehören Indonesien, Vietnam und Senegal. Genau, das kann ein sehr wirksames Instrument sein. Bedeutet aber natürlich auch, dass so die Souveränität über so einen Transformationsprozess ein ganzes Stück weit abgegeben wird an eben hier zum Beispiel diese International Partner Group oder an das Sekretariat der Just Energy Transition Partnership. Das bedeutet, dass ein Staat wie Südafrika natürlich dann auch Macht abgibt an eben diese neuen Akteure und dadurch dann eben in einer gewissen Abhängigkeit von deren politischen und wirtschaftlichen Wünschen dann stehen wird. Und genau, wie wirksam das Instrument sein wird, wird man sicherlich in den nächsten paar Jahren dann schon beobachten können. Genau, das letzte Tool, was ich vorstelle, ist die grüne Taxonomie. Das ist ein Finanzinstrument eher auf einer Metaebene, die Europäische Taxonomieverordnung. Da geht es darum, inwieweit grünes Investment dadurch gefördert werden könnte, dass man Finanzprodukte als umweltfreundlich zertifiziert und sagt, von bestimmten Kriterien hängt das davon ab, ob ein Finanzprodukt als nachhaltig gilt oder nicht. Und bisher ist es nämlich so, sehr, sehr viele Wertpapiere, die einem die Bank verkaufen möchte, gelten zwar als nachhaltig, aber das bedeutet dann häufig nur, dass sie nicht direkt in die Ölindustrie oder Gasindustrie investieren, dass also zum Beispiel bei einem Wertpapier keine Aktien von RWE enthalten sind. Und bei der Taxonomie soll das quasi positiv gewertet werden, dass man sagt, hier sind vor allen Dingen solche Papiere drin, die sich mit der nachhaltigen Nutzung von Wasserressourcen beschäftigen, die Kreislaufwirtschaft fördern, die biologische Vielfalt fördern. Und es gibt einen Schwellenwert, der eben sagt, dass nur Technologien, die weniger als 100 Gramm CO2 pro Kilowattstunde freisetzen, als nachhaltig gelten. Und dann ist aber ein Streit entbrannt, weil eben die Frage war, gilt auch Nuklearenergie als nachhaltig oder gelten moderne Gaskraftwerke auch als nachhaltig, weil sie eine Art Brückentechnologie sind, durch die der Weg in eine dekarbonisierte Gesellschaft geebnet werden kann. Und da gab es sehr viel Streit darum. Das wurde oft als Greenwashing bezeichnet, weil man auf die Weise dann eben auch Atomkraftwerke oder Staudämme als grün zertifizieren kann. Und die europäischen Staaten haben sich sehr stark darum gestritten. Die osteuropäischen Staaten sowie Frankreich und Großbritannien waren dafür, dass Gas und Atom auch drin bleiben sollen. Und genau, Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Österreich und Spanien waren dagegen. Inzwischen wurde es aber eben verabschiedet. Seit Januar letzten Jahres gelten auch moderne Gaskraftwerke und Atomkraftwerke als grünes Investment. Und zurzeit läuft eine Klage von BUND, WWF und Greenpeace vor dem Europäischen Gerichtshof, weil die eben sagen, das ist Greenwashing, das kann so nicht weitergehen.
Genau, so viel. Ich würde zum Schluss kommen. Was bedeutet das alles für das Projekt einer sozial-ökologischen Transformation? Was bedeutet es, dass es so eine große Vielfalt grüner Finanzinstrumente gibt? Es ist klar, Marktinteressen sind sehr stark geworden im grünen Transformationsprozess und sie haben eben eine große Kraft. Auktionsinstrumente und grünes Investment können dem Problem durch Stranded Assets entgegenwirken. Sie können eine stabile, stabilisierende Funktion haben und sie können im Transformationsprozess deutlich mehr Fahrt geben. Aber es gibt eben eine ganze Reihe Probleme auch dabei. Sie das ersichtlich etwa daran, dass Auktionsinstrumente dem günstigsten Anbieter den Zuschlag geben und damit andere Akteure am Markt diskriminieren. Da könnte man von Südafrikas Auktionsinstrument viel lernen. Anderer Punkt liegt darin, dass grüne Fonds aus dem globalen Süden oft schwer anzuzapfen sind und die Antragsverfahren hier erleichtert werden könnten. Der Loss and Damage Fonds ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es ist gut, dass es ihn jetzt überhaupt gibt. Gleichzeitig aber ist klar, dass ein Versicherungsmodell der Zerstörungskraft des Klimawandels nicht gerecht wird. Und neben diesem sehr rapide an Fahrt aufnehmenden grünen Transformationsprozess gibt es eben immer noch die verschiedensten Versuche, das fossilistische Modell noch am Laufen zu halten, durch Greenwashing oder durch solche Carbon Lock-ins, die sich eben immer noch identifizieren lassen. Und von daher ist eben eine sozial-ökologische Einhegung der Green Economy auch dringend notwendig. So viel von meiner Seite. Ich hoffe, ich habe einen guten Einblick geben können über diese Debatte und ich freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich höre jetzt gerade nichts von der Moderation. Ich weiß nicht, was jetzt hier gerade im Raum los ist, ob jemand rumgeht, ob es Fragen gibt. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn es Fragen gibt und beantworte die natürlich. Hast du uns jetzt? Ja, hallo. Okay, habt ihr Fragen? Gibt es welche Fragen auf Zoom? Die Frage auf Zoom ist, inwiefern sind die genannten Staudämme nicht grün? Welche Auswirkungen haben die Staudämme? Ja, danke für die Frage. Das Problem von Staudämmen liegt eben da, also ich meine, Wasserkraft ist natürlich an sich erstmal grün, das ist klar. Aber das Problem liegt natürlich daran, dass Staudammprojekte sehr, sehr große Mengen Material notwendig sind. Wenn man diese Stauseen und die Staudämme baut, bedeutet das, dass sehr viel Land geflutet wird, dass es zu Vertreibungen und Umsiedlungen kommt. Und das ist eben etwas, was auch eine massive Umweltzerstörung nach sich zieht, weil eben so große Landflächen unter Wasser gesetzt werden. Das ist so das Problem dabei, warum sich da eben auch viel Kritik artikuliert. Kleinere Staudammprojekte oder kleinere Wasserstoffprojekte, wo jetzt einfach nur eine Turbine betrieben wird oder ein Generator oder so, also sogenanntes Small Hydro, die kann man ganz klar als nachhaltig einordnen. Dann ist noch einmal eine Frage von Zoom und zwar eher eine generelle Frage und zwar, ob die Klage von BUND und Greenpeace überhaupt eine Chance hat. Das finde ich schwer einzuschätzen, wie da so die Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof dazu ausfällt. Allerdings war es natürlich so, dass die, ja, muss ich mal überlegen,
Ich könnte mir Folgendes ganz gut vorstellen, aber es ist natürlich jetzt nur die Glaskugel, in die ich dabei gucke. Ich könnte mir vorstellen, dass Atomkraft weiter als nachhaltig zertifiziert wird, weil die Einschätzungen zur Atomkraft innerhalb den Ländern der Europäischen Union sehr auseinandergehen und die sehr starke Ablehnung von Atomenergie ist eher was Typisches für die deutsche umweltpolitische Debatte. Und ne, ich meine, viele hier, die sich in der Klimapolitik engagieren, sind mit dem Bewusstsein aufgewachsen, dass ne, auch bedingt durch Tschernobyl oder Fukushima Atomenergie gefährlich und schmutzig ist und man davon weg möchte und ja auch das Endlagerproblem nicht gelöst ist. Aber diese Einschätzungen sind in anderen europäischen Ländern durchaus anders. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das EuGH-Urteil pro Atomenergie, aber gegen Gaskraftwerke ausfällt. Aber letzten Endes, ich meine, das wird auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Klage durchkommt. Da mehr kann man dazu jetzt gerade noch nicht sagen. Noch eine Frage aus dem Zoom-Chat, und zwar, was für weitere Projekte zur Förderung klimafreundlicher Technologien sind nach dem südafrikanischen Vorbild schon entstanden? Ja, das ist ein guter Punkt. Ich würde mir wünschen, dass da schon ganz viele entstanden sind. Aber ich habe jetzt leider noch kein Beispiel gesehen, wo aus diesem Instrument gelernt wurde und das in ähnlicher Weise umgesetzt wurde. Also, ne, es gibt in Sambia zum Beispiel, wo ich auch schon viel geforscht habe, auch Energieauktionen. Und bei denen wird aber der billigste Anbieter gefördert und auch nur solche, die einen sehr großen Jahresumsatz haben, sodass damit ausländische Unternehmen aus dem globalen Norden privilegiert werden. Gerade sind hier noch keine Fragen im Raum, aber vielleicht kommen ja noch ein paar. Sonst auch noch eine Frage aus dem Zoom-Chat und zwar, vielleicht hattest du das schon erwähnt, dann vielleicht als Wiederholung, inwiefern deutsche BäuerInnen auch von diesen Versicherungen profitieren können oder ob das sozusagen sich nur auf BäuerInnen in Regionen des globalen Südens bezieht. Also die Mikroversicherungen beziehen sich erstmal auf den globalen Süden. Also das liegt daran, dass hierzulande Bauern und Bäuerinnen oft schon Versicherungen haben. Und da dann eben die Gefährdung durch den Klimawandel natürlich noch nicht ganz so groß ist. Aber erstmal geht es da sehr stark darum, dass man so ein großes Feld von neuen Versicherungskundinnen erschließen kann. Und das wären eben kleine oder mittelgroße Bauern und Bäuerinnen in Ländern des globalen Südens, die bisher einfach größeren Ernterisiken ausgesetzt sind. Also hierzulande hat man ja sowieso sehr viel Vertragslandwirtschaft, wo klar ist, das, was auf dem Feld angebaut wird, geht sowieso schon an den und den Zwischenhändler und man hat bestimmte Verträge oder hat sich auch schon über Ausfallrisiken unterhalten. Das ist in vielen Ländern des globalen Südens deutlich unregulierter. Dann kam noch einmal die Frage, was du von der Förderung wirtschaftsgrüner Projekte durch die FCCD denkst. Da würde ich gerne zurückfragen, was mit der Abkürzung gemeint ist. Das steht da nicht bei. Das steht da leider nicht bei. Ja, deswegen. Ja, hilft auch eine schnelle Google-Suche zu dem Akronym leider nicht weiter. Deswegen wird das möglicherweise geheimnisvoll bleiben, außer wenn Galadriel Theodora uns da noch etwas dazu erläutert. Genau, gibt es noch weitere Fragen im Raum? Hallo und danke für den Vortrag.
Ich hätte die Frage, ob auch Bauern, die auf ehemaligen Regenwaldgebieten oder den eben wahrscheinlich abgeholzt oder abgebrannt haben, von diesen Versicherungen profitieren würden, weil das wäre dann ja irgendwie in gewisser Weise kontraproduktiv, meiner Meinung nach. Das kommt natürlich auch darauf an, was für eine Art von Waldwirtschaft da betrieben worden ist, weil ich meine, es gibt ja auch nachhaltige Formen der Brandrodung und welche, die absolut zerstörerisch sind. Das müsste an der Stelle natürlich auf jeden Fall unterschieden werden. Aber es wäre natürlich auch möglich, dass bei den Versicherungsprämien nur darauf geguckt wird, was jetzt der unmittelbare Ernteausfall ist und dass nur die Vorgeschichte da gar, dass die Vorgeschichte da gar keine Rolle spielt. Also dass man jetzt bei der Aufnahme in die Versicherung jetzt nicht dokumentieren muss, wie man an das Land gekommen ist und wie man in welcher Weise man das erworben hat. Ich kann mir vorstellen, dass das auch zu komplex ist, weil es ja in vielen Ländern auch gar nicht so klare Landtitel gibt, wie jetzt wie hier beispielsweise. Gut, dann sage ich einmal danke, dass ihr alle hier wart und auch dir, Franziska. Und ich wünsche dir noch eine gute Besserung. Und danke an die Gebärdendolmetscher. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Hat mir großen Spaß gemacht. Und nochmal ein Sorry an die GebärdendolmetscherInnen, dass ich zwischendurch zu schnell gesprochen habe. Das passiert mir manchmal, dass ich mich für ein Thema begeistere und dann zu schnell spreche. Und es tut mir leid, wenn ich es euch gerade deutlich erschwert habe. Vielen Dank an eure tolle Arbeit. Tschüss. Tschüss.